Herzlich willkommen zur Vorlesung Programmiermethodik. Wir sind im Wintersemester 2016-2017 und das müsste die 12. oder 13. Vorlesung sein. Und ich hatte versprochen, dass wir uns jetzt die letzten zwei, drei Vorlesungen mit verteilter Programmierung befassen. Das heißt, wir wollen eigentlich in erster Näherung so Programme wie unseren Group-Account mehr benutzerfähig machen. Ich möchte gerne, dass mehrere Leute jeweils auf ihrem Rechner oder auf ihrem Handy gleichzeitig diesen Group-Account aufmachen können und gleichzeitig da Dinge buchen können und auf einem gemeinsamen Datenbestand arbeiten. Das ist der tiefliegende Mechanismus, den ich gerne hätte. Ich möchte, dass zwei Programme auf verschiedenen Rechnern zusammenarbeiten. Und jetzt im ersten und einfachsten Fall einfach zwei Programme, die das Gleiche tun. Das Problem ist, dass wir uns dadurch in Nebenläufigkeit anfangen, weil einfach zwei Programme gleichzeitig parallel wirklich jetzt auf mehreren Rechnern laufen. Und dass, wenn ich Programme auf verschiedenen Rechnern habe, die jetzt erstmal keine Möglichkeit haben, direkt auf den Speicher des Nachbarprogramms, des Partnerprogramms zugreifen zu können. Da ist ja in einem anderen Rechner. Das heißt, wir müssen zwischen den Rechnern irgendeine Kommunikation und einen Datenaustausch hinbekommen. Für diese Kommunikation und diesen Datenaustausch haben die Götter prinzipiell Sockets erfunden. Es gibt aber noch mehr Wege. Also der simpelste Weg, wie man sowas hinmachen kann, ist über die Festplatte. Man kann ein Netzlaufwerk einrichten oder seine Festplatte freigeben, sodass andere Computer auf die Festplatte zugreifen können. Und dann kann man einfach auf der Festplatte Dateien ablegen und die dann von mehreren Rechnern aus gleichzeitig benutzen und darüber kommunizieren. Das heißt, ich kann Daten in eine Datei schreiben, ein anderer öffnet diese Datei und liest daraus. Das ist auch so der erste Weg, wie man solche Sachen gemacht hat. Da wurden auch tatsächlich früher noch physikalische Datenträger durch die Gegend getragen, Tonbänder, Magnetbänder oder tatsächlich Festplatten oder Disketten, wenn das noch einer kennt, mit denen dann wirklich Daten von einem Rechner zum anderen physikalisch getragen wurden, auf einem Datenträger. Das ist irgendwann lästig geworden und ist auch relativ langsam geworden. Zugriffe auf eine Festplatte sind relativ langsam. Also ursprünglich waren diese Festplatten halt wirklich sich drehende Scheiben, die mit so einem Arm ausgelesen wurden und die mussten immer blockweise gelesen werden, groben und ganzen. Eine komplette Umdrehung musste man abwarten von dieser Festplatte, bis man wieder aufsetzen konnte und dann konnte man eine Spur, eine komplette Runde lesen. Diese Festplatten drehen so mit 40.000, sagen wir mal 60.000 Umdrehungen pro Minute. Das ist so eine relativ typische, von mir aus 120.000, ist gerade egal. Wenn es 60.000 wären, dann ist das in der Sekunde 1.000 Umdrehungen. Irgendwas zwischen 1.000 und 2.000 Umdrehungen pro Sekunde. Das heißt aber letztendlich, dass ich, um einmal so eine komplette Spur zu lesen, eine Tausendstel oder eine Zweitausendstel Sekunde warten muss. Weil so lange braucht die Festplatte, bis sie eine komplette Runde gedreht hat. Das heißt, ich schaffe nur 1.000 Zugriffe auf die Festplatte in einer Sekunde. Und dann gab es welche mit mehreren Schreibleseköpfen, die konnten dann in verschiedenen Positionen, aber im Grunde war so die Größenordnung, du schaffst 1.000 Block-Lesevorgänge in eine Festplatte pro Sekunde. Das war so eine grobe Faustzahl. Während der Rechner 1 Milliarde Speicherzugriffe pro Sekunde kann. Also in den Hauptspeicher kann ich 1 Million Mal schneller zugreifen als auf die Festplatte. Ein bisschen ausgeglichen wird das dadurch, dass ich aus der Festplatte immer gleich ganze Blöcke hole. Von was weiß ich, 4, 5 Kilobyte Größe oder 10 Kilobyte Größe oder 1 Kilobyte, je nachdem, was für ein Filesystem ich da habe, sodass ich zwar nur einmal pro Millisekunde zugreifen kann, aber dann immerhin gleich einen ganzen Schlag Daten kriege. Und darauf bauen hatten wir in
Betriebssysteme und Rechnerarchitekturen gelernt, dass es so Caching-Strategien gibt, dass Hauptspeicherseiten auf Festplatten ausgelagert werden, wenn ich nicht genügend Hauptspeicher habe und dann sowieso seitenweise, blockweise 4 Kilobyte Größen wieder eingelagert werden, wenn ich dann doch darauf zugreifen möchte. Und dass es dann eben wichtige Strategien sind, möglichst irgendwie die Daten so auf den Blöcken zu clustern, dass ich ganz selten so ein Page Miss habe und wieder eine neue Seite holen muss, weil das eben immer relativ langsam ist. Gut, für die Rechnerkommunikation bedeutet das jetzt aber letztendlich, dass ich einmal eine Millisekunde warten muss, bis ich irgendein Datum in eine Datei geschrieben habe und dann nochmal eine Millisekunde warten muss, bis ein zweites Programm die da wieder rauslesen kann. Und naja, hat sich ein bisschen geändert. Heutige SSDs sind einfach nur Siliziumchips mit persistenten Speicher, die also die Daten auch ohne Strom halten und die sind schneller. Ja, da schafft man schon irgendwie die Zugriff auf einen Speicherblock, schätze mal in einer Zehntel Millisekunde. Und Faktor 10 sind die mindestens schneller, wenn nicht in Faktor 100. Es bleibt, da ist immer noch so ein Mismatch. Was man dann gemacht hat, ist, man hat gesagt, wenn ich diese Datei jetzt gerade speichere, dann muss ich sie bestimmt bald wieder lesen. Und man hat dann einfach die Daten, die man in die Festplatte geschrieben hat, nochmal gecached und dadurch den Lesezugriff deutlich verkürzt, sodass man da nicht nochmal warten musste. Und man konnte auf diesen Cache schon zugreifen, bevor die Daten wirklich auf der Festplatte waren, sodass man dann gesagt hat, ich schreibe die in den Cache, irgendein Subprozessor kümmert sich darum, das auf die Festplatte zu schreiben und kann aber schon aus dem Cache wieder lesen und übergebe letztendlich dann Dateiinhalte im Hauptspeicher. Dafür braucht es speziellen Hauptspeicher auf dem Festplattentreiber, der dafür da ist, auch von mehreren Rechnern aus zugegriffen zu werden, damit man das so machen kann. Dann hat man irgendwann gesagt, wenn ich die sowieso nur da hinschreibe, damit ein anderer die von einem anderen Rechner lesen kann, warum schreibe ich sie überhaupt auf die Festplatte? Das dauert eh viel zu lange. Und hat gesagt, wir machen einfach so eine virtuelle Datei im Hauptspeicher an einer Stelle, die von verschiedenen Programmen aus zugegriffen werden kann. Und das Ding nennt man ein Socket. Oder ein Port oder was auch immer. Das heißt, relativ früh hat man dann gesagt, wir definieren, dass jeder Computer eine Reihe von Ports hat, typischerweise so 64.000, hat man einfach ein 4-Bit, 4-Byte, 32-Bit-Integer genommen, eine Zahl und hat gesagt, okay, das sind jetzt einfach Nummern und dafür definieren wir spezielle Schnittstellen und diese Nummern oder Dateien-Handles machen wir über das Internet zugreifbar. Und so funktioniert Kommunikation übers Internet im Wesentlichen, dass man einen Socket aufmacht und sagt, hey, ich schreibe jetzt auf den Port mit der Nummer 8000, warum auch nicht, und dann kann irgendein anderer sagen, hey, an dem Rechner so und so, lies doch mal bitte aus dem Port aus der Datei 8000 und dann können die direkt Daten austauschen, ohne über die eine Datei austauschen, Dateiinhalte austauschen, ohne über die Festplatte gehen zu müssen. Das ist im Großen und Ganzen der Weg, wie das gemacht wird. Port 8000 ist der Default-Port, die ist reservierte Nummer für Webserver. 8080 ist der auch für Webserver. So die 8000er-Nummern sind im Großen und Ganzen für Webserver reserviert. 22 oder 23 ist für FTP reserviert. Prinzipiell sind alle Nummern kleiner 10.000 für vordefinierte Betriebssystemzwecke reserviert. Und wenn man selber ein Programm schreibt, sollte man eine Nummer größer 10.000 nehmen und kleiner 64.000 irgendwo dazwischen. Und möglichst irgendeine Nummer nehmen, die nicht irgendein anderes Programm, das auch auf meinem Rechner installiert ist, in meinem Rechnerverbund installiert ist, auch benutzt. Das heißt, ich muss irgendwie eine Nummer mir ausdenken, die sich sonst keiner ausgedacht hat. Das hat bis jetzt ganz gut funktioniert und so findet die ganze Zusammenarbeit von Rechnern über Internet heutzutage statt. Und das wollen wir jetzt mal üben und machen. In Software Engineering 1 wird es so sein, dass wir einen Spieleserver haben, der irgendeinen Multiplayer-Spielzustand speichert
Und dann werden wir euch in Teams einteilen und jedes Team wird einen Client bauen, der so einen automatischen Spieler beinhaltet und eine Visualisierung und wo dann eben viele solcher Programme über diesen gemeinsamen Server, den wir vom Fachgebiet entwickeln, zusammen spielen können. Und die Kommunikation, die wir da brauchen, das ist das, was wir jetzt vorbereitend schon mal lernen. Vielleicht noch als ein Hinweis an dieser Stelle: Die Mutter aller dieser Mehrbenutzersysteme oder Mehrbenutzerprogramme oder verteilten Programme sind Chat-Server. Ja, also ICQ, wer das noch kennt, oder IRC hieß das früher mal. Das ist so das älteste Programm, wo mehrere Benutzer zusammen auf einem Datenbestand irgendwie gearbeitet haben. Da konnte man Messages abgeben, so wie WhatsApp im Großen und Ganzen. Na? Und das sind alles die gleichen Mechanismen, die da greifen. Auch WhatsApp benutzt letztendlich solche Socket-Mechanismen. Und das, was wir beim Professor David lernen über diese Easy-OSI-Schichten und TCP/IP, Internetprotokoll und Transfer-Control-Programm oder was TCP auch immer heißt, ich weiß es nicht mehr, das sind schon die Mechanismen, die da weltweit im Einsatz sind. Okay, so eine Socket-Kommunikation ist erschütternd schwierig. Wir werden in Software Engineering 1 wahrscheinlich eher MQTT verwenden, was Message Queue Transfer irgendwie was Ding. MQTT ist der Standard für das Internet der Dinge. Das ist ein sehr einfacher Chat-Server-Mechanismus eigentlich, wo man eben keine Textnachrichten austauscht, sondern Binärnachrichten. Das ist im Wesentlichen die Sache. Und der ist so konstruiert, dass der Server wahnsinnig stabil läuft, mit allem, was du ihm schickst, klarkommst, mit allen Abbrüchen klarkommt, dass irgendwelche Verbindungen sterben oder Partnerprogramme sterben. Und einigermaßen schnell, aber noch viel wichtiger ist, dass die Clients, die mit so einem MQTT-Chat-Server sprechen wollen, sehr, sehr leichtgewichtig sind. Und dadurch ist es auch auf einem relativ billigen Prozessor, der eigentlich nur dafür da ist, in einer Steckdose Strom an- und auszumachen oder eine Glühbirne an- und auszumachen, ist es relativ simpel, auf so einem Mini-Prozessor mit ein paar K Hauptspeicher einen MQTT-Client hinzukriegen, der dann übers Internet Daten austauschen kann. Und man kann relativ simpel alle möglichen Dinge internetfähig machen mit einem Chip für 10 Euro oder 20 Euro, glaube ich. Wir basteln gerade solche Lösungen in der Vorlesung Home Automation, das ist eine Mastervorlesung. Da haben wir ganz viele so Photon-Chips, da ist WLAN mit dran, die kosten 20 Euro. Da sind Füße dran, da kann man dann eine Birne mit anmachen oder ein Motörchen oder irgendwie solche Dinge. Das ist eine ganz lustige Geschichte und man kann das eben dann übers Internet steuern, vom Handy aus oder von Alexa. Wir haben so eine Voice Recognition System gekauft. Und dann kann man so Befehle machen, es werde Licht und dann geht das Licht im Labor an. Hey, coole Nummer. Okay, und wie das alles geht, versuchen wir heute nochmal so von Grund auf zu lernen. Einen Chat-Server werdet ihr wahrscheinlich in SE1 nicht bauen müssen, aber man sollte das mal gesehen haben. So, und der Weg dahin wird jetzt sein, dass wir uns unsere Group-Account nochmal angucken. Und jetzt nehme ich mal die hier. Debug as Java Application. So, der fährt hoch, lädt, das letzte Mal haben wir schon gemacht, speichere den aktuellen Zustand ab. Na? Daran erinnert ihr euch hoffentlich noch. Da haben wir im Wesentlichen sowas gebastelt mit einer ID-Map. Erinnert sich da noch einer dran? Was man immer braucht, sind eindeutige Objektbezeichner, um zyklische Zeiger aufzulösen. Da haben wir eine JSON-Datenstruktur gemacht, die beschreibt im Wesentlichen unseren aktuellen Datenbestand und schreibt das runter. Und das geht mit so dem Mechanismus, mit generischen Mechanismen, die über Reflection eben jedes Objekt fragen, was hast du für Attribute, was ist dann die Inhalte dieser Attribute, oh, du bist ein Nachbarobjekt, was hast du denn für Dinger, das alles einsammelt und dann als JSON-Struktur
speichert und nachher dann beim Programmstart wieder lädt. Ich habe das repariert zu Hause noch, dass diese Descriptions, die waren letztes Mal noch kaputt, dass die jetzt auch mit abgespeichert werden, sodass das jetzt komplett funktioniert. So, OSAFT. Für 5 Euro von mir aus. Jetzt habe ich hier einen neuen Item eingegeben. Das wird im Augenblick noch nicht automatisch gespeichert, sondern erst in dem Moment, wo ich hier wirklich Save drücke. Das heißt, wenn ich hier nochmal Add Item mache, ASAFT, der kostet auch 5 Euro von mir aus, und jetzt das Programm töte und wieder neu starte, dann ist der OSAFT gespeichert, weil ich auf Save explizit gedrückt habe, aber der ASAFT ist weg. Ja? Und der erste Schritt, den wir jetzt machen, ist, wir wollen gerne inkrementell jede Änderung an unserem Datenmodell speichern und mitprotokollieren, damit wir, wenn das Programm abstürzt oder beendet wird, den letzten Zustand, den wir gespeichert haben, auch noch wieder oder eingegeben haben, wiederherstellen können. Wir wollen keine Daten verlieren. Und dafür schreibt man so einen Changelog. Das ist der Mechanismus, der typischerweise verwendet wird. Das kennt man auch aus Datenbanken. Da wird auch so ein Recovery-File geschrieben. Relationale Datenbanken, habt ihr alle Datenbanken gehört? Nein? Sind ein anderer Mechanismus, um Daten fest auf Datenbanken, auf Festplatte zu speichern. Und die haben eben auch das Problem, dass die relativ lange brauchen, bis sie so einen kompletten Block auf die Festplatte physikalisch weggeschrieben haben. Und deswegen die hingehen und sagen, wir machen zusätzlich einfach nur ein Change-Protokoll, dass wir speichern, schon auch auf einer Festplatte, aber auf einer SSD. Das ist dann relativ klein. Und wenn wir abstürzen, bevor wir die Festplatte richtig umgebaut haben, dann laden wir die Inhalte, die schon auf der Festplatte sind, plus die Inhalte, die in diesem Recovery-File stehen, um das wiederherzustellen. Und so einen Mechanismus hätte ich jetzt auch gerne, weil in diesem Recovery-File schreibt man einfach nur das und das und das und das habe ich in letzter Zeit geändert. Ne? Mhm. Ist ein großes Problem. Ja, das ist halt ein Zustand, den ich zwischendurch mal haben kann. Na, und hier steht ja 0. Mhm. Aber wir kommen auf die Datenkonsistenz noch ein paar Mal zu sprechen. Das ist tatsächlich ein mittelgroßes Problem. Insbesondere, wenn mehrere Leute gleichzeitig an denselben Daten rumfummeln. Na, also wenn jetzt auf einem zweiten Rechner jemand gleichzeitig noch bei Nina einen Eintrag gemacht hätte. Das wäre irgendwie doof. Ne, dann wie organisieren wir es? Jetzt geben da zwei Leute auf verschiedenen Rechnern gleichzeitig Apfelsaft ein. Ne, dann haben wir es irgendwie doppelt oder nur einmal, oder wie kriegt man das jetzt irgendwie koordiniert? Okay. Um das hinzukriegen, Entschuldigung, ist die Idee, fertige Mechanismen von der IDMAP zu benutzen, weil das am einfachsten ist. Und das war im Wesentlichen, ich habe das ein ganz bisschen umgebaut, was wir im Augenblick beim Programmstart machen. Wir gucken nach, ob es so eine Datei godutch.json gibt, die wir, also eine letzte Speicherung. Und wenn ja, laden wir die mit diesem read all bytes. Und dann mach einen String draus und dann idmap.decode, nimm diesen JSON-Text und mach wieder eine richtige Datenstruktur daraus. Das erste Objekt, was wir da kriegen, ist dann das Root-Objekt normalerweise, mit dem wir damals die Speicherdatei gespeichert haben, das erste Objekt. Von dem wissen wir, dass das eine Godutch-Party ist und dann haben wir unseren Datenbestand da. Oder es gibt keine Datei, die ist verloren gegangen, ist weg. Dann erzeugen wir halt ein neues Godutch-Party-Objekt, ne, damit wir ein leeres Ding haben in irgendeiner Form. So, und jetzt würde ich gerne hingehen und sagen,
bitte ID-Map set. Ah, ich vertippe mich da immer. Nein, with. With Listener. Aber nicht mit dem, sondern mit dem. Die ID-Map, wenn die eine Speicherung von irgendwas macht oder beim Laden, durchläuft die komplette Objektstruktur unseres Objektmodells. Also die Root, die GoDutch-Party, alle Personen und alle Items, die da dranhängen. Ja? Und überlegt sich eben für jeden so einen Hash-Tabellen-Eintrag, hier, das ist die Objekt-ID zu diesem Objekt und so weiter und so weiter. Dabei subscribt sich die ID-Map als Listener bei allen Modellobjekten. Das macht die automatisch. Und wenn an irgendeinem Modellobjekt ein Change ist, bekommt die das mit. Und wenn irgendein Modellobjekt, zum Beispiel eine Person, einen neuen Item dazu bekommt, bekommt spätestens dann, wenn diese Verbindung gezogen wird, die ID-Map das auch mit und guckt sich dieses neue Objekt an, dass es sagt, oh, das kenne ich ja noch gar nicht und trägt es in seine Tabelle intern ein. Und weil es das eh schon so mühsam macht, sagt er, wenn du an allen Changes in deinem logischen Datenmodell interessiert bist, dann kann ich dir die auch sagen, weil ich habe mich da eh subscribed. Und was man dann macht, ist, man hinterlegt so einen Update-Listener. Da will ich eigentlich einen Lambda-Ausdruck machen, aber die Methode ist blöde überschrieben. Da gibt es zwei verschiedene, einen Property-Change-Listener kann ich da anmelden oder eben so einen speziellen Update-Listener. Ich nehme jetzt hier diesen Update-Listener. Wir kriegen gleich raus, warum. So, und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich anschließend sagen, mach mir da mal bitte einen Lambda-Ausdruck draus. Was hat er für ein Problem mit dem New Update Lister? Ah, okay. Mea culpa. Das gehört hier gar nicht hin. Und da gehört ein Semikolon hin. Na, das ist dieses, wir machen so einen Update Lister ist eigentlich nur ein Interface. Wir machen uns davon eine Instanz und überschreiben die Methoden, die nicht da sind. Und das ist die lange Form, die man mit einem Lambda-Ausdruck abkürzen kann. Das Ding kriegt offensichtlich ein Value als Parameter und liefert irgendeinen Boolean-Wert zurück. Und wir rufen jetzt hier eine Methode write recovery file. Und übergeben dem Ding den Value, ist bestimmt eine gute Idee. Na, das heißt, ich mache jetzt eine neue Listener-Methode, die ich hier anmelde. Und die erzeuge ich und die muss ein Boolean zurückliefern und True ist immer eine gute Wahl an dieser Stelle. Das heißt eigentlich nur, ich habe diesen Change behandelt, dieses Update verarbeitet. So, nochmal an die Stelle, wo wir das jetzt gebastelt haben. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben da an der ID-Map einen Listener angemeldet, der aufgerufen wird, wenn immer in irgendwo in meinem Modell ein Change passiert. Na? Und prinzipiell solltet ihr in der Lage sein, so einen Mechanismus selber zu bauen, mithilfe der generischen Sachen, die wir letzte Woche gemacht haben. Das ist nur extrem mühsam. Na? Und deswegen benutzen wir hier den vorgefertigten. Okay. Und wenn das jetzt tatsächlich passiert, mache ich jetzt mal einfach nur hier so ein Sys-Out hin und hau den Value mal einfach raus, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, was hier wirklich passiert. Und dann starten wir den ganzen Kram mal. So, das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Orange hinschreibe, wow, da kommt hier tatsächlich eine Nachricht, nämlich ein Simple Event mit dem Property-Namen Description, die hat sich gerade geändert.
der Old Value war O-Juice und der New Value ist Orange Juice. Das heißt, wir kriegen genauso eine Change-Nachricht, wie wir sie haben wollten. Dann gibt es eine Propagation-ID, weiß ich nicht, wofür die gut ist, und eine ID-Map, weiß ich auch nicht genau, wofür die gut ist an dieser Stelle. So, und jetzt wollen wir eben ein bisschen mehr mit diesem Change machen. Wir wollen den auf die Festplatte schreiben. Na? Und zwar in irgendeine spezielle Datei, damit files.write machen wir da. Und wir schreiben das nicht in dieses godutch.json, weil dann wäre der bisher gespeicherte Inhalt überschrieben. Das wollen wir nicht. So, oh, könnten wir eigentlich. Uah, ich traue mich das nicht. Wir machen eine neue Datei dafür. Parses hieß das, .get. Mist. Ein String, dann nennen wir ihn doch Recovery, ne? Und vielleicht irgendwie godutch.recovery. Ja, wunderhübsch. So, dann, was wir schreiben wollen, das kriegen wir aus diesem Value raus. Na? Da hatten wir eben gesehen, das ist in Wirklichkeit ein Simple Event. Warum der nicht direkt ein Simple Event hier hat, weiß ich nicht genau, hat irgendwelche technischen Gründe. Wir nehmen mal so ein Simple Event. Nennen das mal Event und machen dann hier einen Cast, weil wir hoffen, dass es dem so ist. Na? Und dann können wir dieses Simple Event, das hat insbesondere ein Get Entity. Das gucken wir uns gleich mal an. Okay. Den hier in eine Sign Statement to New Local Variable. Wunderbar, Entity. Und ich setze hier mal einen Breakpoint. Und eigentlich müsste das jetzt hier immer noch funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal 6 eintrage, dann kriege ich hier auch einen Change. Lande hier drinne. Und das Event, das ich bekommen habe, war so ein Simple Event. Und der Entity, der da drin ist, ist ein JSON-Ding. Na? Das heißt, das ist das Coole an diesem Update-Listener gegenüber einem Property-Change-Listener. Den hätte ich auch nehmen können. Der liefert mir schon den fertig verpackten JSON. Und zwar in einer Art und Weise kodiert, die er nachher wieder einlesen kann. Und das ist das Lustige an dieser Sache. Na? Und dieses JSON ist jetzt aus mehr oder weniger technischen Gründen eine Zeile nur, und da drinne steht drinne, es geht um ein Objekt vom Typ Item. Das hat die ID Demo i7. Und ich habe removed den Preis von 5. Und ich habe ein Update gemacht, den Preis auf 6. Das ist Old Value, New Value. Und das ist ein bisschen anders kodiert, aber tatsächlich kann man da noch ein bisschen mehr Informationen typischerweise reinlegen, aber das soll uns jetzt mal gerade reichen. So, und diese komplette Beschreibung hier ist halt, naja, so ein einziges Attribut hat sich hier geändert. Und anhand dieser Information hier kann ich genau diesen Change, der da gemacht worden ist, nachvollziehen. Na? Und das schreibe ich jetzt stumpf auf die Festplatte. Genau, und das heißt hier, da wo Bytes steht, ah, Moment. Lass uns aus diesem Entity mal ein JSON-Objekt machen. Das muss man nochmal casten. Warum man das jedes Mal hier casten muss, weiß ich nicht genau. Hätte von mir aus gleich so heißen können. Und dann machen wir hier so ein JSON-to-String. Aus technischen Gründen ohne dieses 3, wo man dann so eine Indentierung kriegt, weil wenn man das ohne das macht, ist jeder Change genau eine Zeile. Und
dann können wir nachher die Datei zeilenweise verarbeiten. Das ist ein bisschen leichter. Hätte man vielleicht auch anders machen können. Ich mache es immer so. Keine Ahnung, können wir nachher mal ausprobieren. Aber der braucht Bytes. Das heißt, wir brauchen das Ding so. So, jetzt gibt es hier Options. Da gibt es tatsächlich Standard Open Options. Konstanten für. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen ein Append machen. Wir wollen die Datei nicht komplett neu schreiben, sondern wir wollen hinten an die Datei anfügen. Na? Das heißt, jedes Mal, wenn ein Change kommt, fügen wir einfach eine Zeile hinten an unsere Datei an. Kann man so machen. Okay. Und dann sagt er, boah, da brauchst du aber einen Try-Catch. Ja, von mir aus. Okay. Mal versuchen, ob das funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da hat er jetzt ein Ding erzeugt, No Such File Exception. Der sagt, ich soll eine bestehende Datei hinten anhängen. Das kann ich aber gar nicht, weil die Datei gibt es nicht. Was man dann noch macht, ist, man macht einfach eine zweite Option. Nämlich eine Create. Und das sagt, wenn die noch nicht da ist, erzeugt sie bitte. Und jetzt hat das auch funktioniert. Na? Continue. So, das heißt, er müsste jetzt hier irgendwo eine Datei haben, die haben wir GoDutch genannt. Da ist GoDutch.json. Da gibt es jetzt auch eine GoDutch-Recovery-Datei. Der hat es nur noch nicht mitgekriegt. Machen wir hier einen Refresh. Da gibt es eine GoDutch-Recovery-Datei. Na? Und wenn wir die uns mal angucken, dann... Yeah. Ctrl plus, steht da genau dieser Text drin, den wir gerade hatten. Na? So, und jetzt lassen wir unser Programm mal noch einen weiteren Change machen. Lass uns mal ein Add-Item machen. Dann, wow, ja, genau. Gut, dass ich das jetzt mal vorführe. Schmeißt da eine Exception. In JavaFX Application eine Null Pointer Exception bei Write Recovery File. Und die Zeile zeigt er nicht an. Drecksack. Zeile 122. Hier. Das geht nicht. Im Wesentlichen, weil dieses JSON-Null ist, ich habe das gestern schon mal ausprobiert. Manchmal liefert dieser Mechanismus da kein JSON mit. Das ist ein Bug. Steht in der Doku. Und was man dann machen muss, if JSON gleich gleich null return. Ignorieren. Der möchte, dass ich einen Wert zurückliefere. Tun, als ob es trotzdem alles gut wäre. So, dann speichern wir nochmal ab. Und gucken mal. Und eigentlich will ich den Breakpoint hier unten nicht mehr haben. Und dann tragen wir hier nochmal Orange Juice ein. Da hat er jetzt was geschrieben. Dann gucken wir uns nochmal diese GoDutch Recovery Datei an. Was da so drin steht. Da steht jetzt im Augenblick genau nur dieses Demo i7 drinne. Okay, dann tragen wir jetzt mal hier 6 Euro ein. Da müsste er eigentlich jetzt an dieser Stelle einen Eintrag gemacht haben. Und das hat er nur noch wieder nicht mitgekriegt, der Sack. So.
So, refresh. Nö. Kein guter Tag für die Wissenschaft. Ich finde, er hat das gemacht. Ah, nee, er hat keinen Null gekriegt. Ist ja hinten, ist ja nicht herausgesprungen. Yep. Er hat das nicht in eine neue Zeile geschrieben, sondern direkt dran. Danke. Das heißt, das verbessern wir nochmal. Machen wir uns jetzt hier den Content als String und hängen an den nochmal ein Backslash n an. Das ist nicht der eleganteste Weg, das zu tun, aber es tut's. So, das ist die Recovery-Datei. Add Item. Whoa. Hat er irgendwie noch nicht gerallt. Ne? Aber was brauchen wir denn noch? A-Saft. Für 4. Könnte sein, dass er das geschrieben hat. Oh, oh, oh. Tada! Jetzt hat das hier hingeschrieben. Ne? Also jetzt gibt es hier ein neues Ding mit das A-Saft heißen, das 4 € gekostet hat. Und der Total Buy hat sich auch geändert. Der ist jetzt 18. Ne? Der hat diesen Dateiinhalt erst aktualisiert, als ich das Fenster angeklickt habe, weil Eclipse das nicht mitgekriegt, dass der Dateiinhalt sich geändert hat. Okay, hey, lass uns nochmal eine Person hinzufügen. Abu oder Ali mit was wird der mitbringen? Couscous, wie schreibt man das? Mit C, ne? Mit OU? Kuss? Kuss? Cool. Wunderbar. So, und all diese Dinge sind jetzt hier protokolliert worden. Ne? Fette Nummer das. So, wenn wir jetzt nicht auf Save drücken, sondern unser Programm töten. Töten. Dann haben wir eine Recovery-Datei, aber wir lesen die ja noch nicht ein. Das müssen wir jetzt noch zusätzlich tun. Das heißt, wenn ich das Ding neu starte, dann sind die alten Sachen erstmal wieder weg. Na? So, das hätte ich jetzt gerne schöner. Und der Trick ist, dass wir prinzipiell einfach, boah, ich würde mal sagen, hier, nachdem wir die normale Datei geladen haben, noch die Recovery-Datei laden. Na? Und das geht spannenderweise exakt genauso wie das, wie der erste Teil. Nein, Ctrl-Z, Ctrl-C, Ctrl-V. Wir sagen einfach read all bytes, aber jetzt von GoDutch Recovery. Dann machen wir aus dem einen Text. Und wir machen aber gar kein Object, sondern wir sagen ID Map, Decode und jetzt eben diesen neuen Text. Und die ID-Map ist so cool, die kann jetzt auch diese Recovery-Datei, diese Change-Formate lesen. Na? Nochmal, das ist kein gültiger JSON-Kram hier. Einfach weil hier fehlen zwischen den verschiedenen JSON-Objekten die Kommata und es fehlt außenrum die eckigen Klammern für ein Array. Und wenn du das nicht hast, bist du kein JSON. Also ein normaler JSON-Reader wird jetzt die Grätsche machen und sagen, das kannst du so nicht bringen. Das ist aber was, was man sehr häufig macht. Wenn ich inkrementell, also so scheibchenweise JSON rausschreiben möchte, dann verzichtet man auf dieses Komma als Trennsymbol und auf die öffnende und die schließende Klammer.
und sagt, ich schreibe jetzt einfach viele JSON-Objekte so hintereinander weg, das passt schon. Dann Kommata werden überbewertet. Und ein paar JSON-Tools können das dann auch tatsächlich immer noch lesen. Ja? Und insbesondere das, was bei uns dabei ist. Hey, das ist total cool. Ja, und mit ein bisschen Glück war es das schon. Das heißt, wenn ich jetzt meine GoDutch-App starte, dann ist der Abu wieder da. Nein, ist er nicht. Wieso nicht? Habe ich das nicht gespeichert? Doch, habe ich. Da läuft kein altes Programm mehr. Der kommt dahin. Ja. Liest auch ganz viel Text. Ja. Und macht ein idmap.decode. Ich habe das gestern ausprobiert. Das hat funktioniert. Doch, das hat geklappt. Wo ist er denn? Da unten. Ich bin erschüttert. Lass uns das nochmal richtig konstruieren. Es kann sein, dass das irgendwie durcheinander gekommen ist. Wir löschen mal dieses GoDutch Recovery, damit wir, ich glaube, da sind kaputte Dinge drin. Wenn ich jetzt das GoDutch abstarte, dann müsste er eine Exception werfen. Genau. Weil, hier steht Exception in Application, weil, hat es noch gar nicht fertig geworfen, meine Güte. Im Wesentlichen die Datei nicht existiert, die wir da öffnen wollten. Na? Das heißt, das müssen wir vorher prüfen. If new file von GoDutch Recovery dot exists, dann und nur dann laden wir die Datei auch. Also wir laden jetzt die Datei nur, wenn sie wirklich schon da ist. Das macht ja Sinn. So, Orange, wie ist das jetzt passiert? Okay, jetzt lassen wir das Programm abschmieren und jetzt laden wir es nochmal. Jetzt ist die Datei da. Ich hoffe, dass das funktioniert, sonst bin ich jetzt gerade so ein bisschen hilflos. Fast, ne? Er weiß, dass das Ding da ist, aber er hat sich irgendwie die Werte nicht gemerkt. Haltet ein. Oder die Darstellung funktioniert nicht. Lass uns mal noch so eine Art Person machen. Jetzt nehme ich mal Abu. Und der bringt nichts mit. Und ich speichere das ab und lade es nochmal. Den nehme ich jetzt mal raus. Hat er auch irgendwie nicht auf der Kette. Bitte? Ja, kann schon sein. Nochmal irgendwie auf Null setzen. Also jetzt lösche ich mal den GoDutch JSON hier auch.
und den Godatch Recovery. Ah, da haben wir nämlich noch ein zweites Problem. Wenn es den Godatch JSON gar nicht gibt, dann geht er hier in diesen Godatch Party rein, erzeugt eine neue. Jetzt ist das Problem, dass die ID-Map an diesem Godatch Party, den wir gerade neu erzeugt haben, noch keine Finger hat. Die weiß gar nicht, dass es das Objekt gibt. Und dementsprechend haben wir da jetzt auch, kann er auch keine Changes davon mitbekommen. Das heißt, jetzt müssen wir noch ein ID-Map.getID machen von dem Godatch Party. Damit sage ich dem, kannst du mir bitte für diese Godatch Party eine Objekt-ID geben und dann trägt er sie bei intern bei sich ein und subscribt sich als Listener. Und wenn wir jetzt anfangen, an dem Ding hier Änderungen zu machen, dann tauchen die auch in der Change-Datei auf. So, ja, das müsste so funktionieren. So, das ist immer noch unsere XMS-Party. Und wir tragen als erstes mal den Abu ein. Mit Num bringt er natürlich mit. Für das Zeug ist extrem billig. Okay. Und jetzt mache ich einmal einen Save. Speichere den Kram. Das hat jetzt erstmal funktioniert, ne? Und jetzt machen wir nochmal einen Add Person. Stimmt. Das ist schlecht. Die Überschrift stimmt nicht. Setze ich gleich neu. Wir nehmen auf jeden Fall jetzt nochmal Nina mit dazu und schreiben da wieder hin XMS Party. Vielleicht hat das irgendwie nicht hingekriegt. Weiß es nicht. Save. Ah, ich wollte es nicht saven. Ich wollte doch Changes haben. Na gut, erstmal nochmal gucken, ob es funktioniert. Da steht wieder X. Ich weiß nicht warum. Abu Nam Nina. Nina weiß er jetzt schon. Ich meine, wir haben es aber ja auch gesaved. Ne? So, jetzt machen wir bei Nina Salat für 6 Euro rein. Und saven mal nicht. Und gucken mal, was der Recovery-Mechanismus macht. Nix. Irgendwie dieses ID-Map-Decode funktioniert nicht. Das ist Worst Case. Gestern hat das noch funktioniert. Ich habe Vertrauen. Ich habe keinen Bock, da rein zu debuggen. Ich mache euch das nächste Woche vor, wie es geht. Das ist eine. Ich habe da schon 100 Mal in meinem Leben reingedebuggt in diese Decode-Methode. Die tut manchmal nicht das, was sie soll. Und wahrscheinlich haben wir irgendwas falsch geschrieben, aber ich weiß nicht was. Lass uns nochmal diese GoDutch JSON angucken. Refresh. Oh, da steht echt viel drin. Ah, jetzt weiß ich auch, was das Problem ist. Okay. Nein, ich weiß nicht, was das Problem ist. Aber was man hier zum Beispiel mal sieht, ist, er hat hier für jeden Tastendruck, den ich gemacht habe, bei XMS Party, einen eigenen Change eingetragen. Das liegt daran, dass ich an dem Feld irgendwie so einen Listener gemacht habe, an das Text-Property, wo jeder Tastendruck einzeln übertragen wird. Aber hier steht definitiv auch Salat zu 6 Euro dabei und der Total Buy hat sich irgendwie geändert. Auf ein bisschen wenig, finde ich. Na? Der war doch vorher schon auf 3, der Total Buy. Gut. Es gibt ein Problem. Hier wird die GoDutch Party nochmal neu erzeugt. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem mit dem ganzen Ding. Das ist doppelt. Und der Punkt, den ich noch nicht richtig habe, den repariere ich jetzt nochmal und dann hoffen wir mal, dass das dadurch auch automatisch funktioniert ist. Wenn ich die Datei als Ganzes speichere, die Datenstruktur,
und habe immer noch die alten Changes, dann habe ich Sachen doppelt. Na, und da funktioniert irgendwas nicht vernünftig und das ist das Problem. Und die Idee ist, dass wir, wenn wir diese Save-Action machen, das ist, wenn wir also auf diesen Save-Button drücken, dann schreiben wir dieses godatch.json raus und dann sollten wir die Recovery-Datei löschen. Das ist so ein bisschen die Idee. Das heißt, jetzt machen wir if new, new File von godatch.recovery. Habe ich mich da vertippt? So, if file.exists, file.delete, hey, dann lösche ich den. Na? Das heißt, wenn ich jetzt ein Vollabbild speichere, lösche ich die alte Recovery-Datei, dann habe ich die Sachen nicht mehr doppelt. Und dann löschen wir den ganzen Kram nochmal. Entferne diese beiden Elemente. Jetzt haben wir wieder Tabula Rasa. Speichern nicht vergessen. Daumen drücken. Schreiben wir mal. Z. Hier nochmal x-mess rein. Jetzt mache ich mal nur so schon ein Save. Und dann töten wir das mal und versuchen einen Neustart. Jetzt haben wir ja noch gar keine Recovery-Datei hoffentlich. Jetzt steht da auch XMS drin. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. AddPerson Nina. Kein Save? Oder Save? Ich weiß es nicht genau. Kleinere Beispiel ist jetzt kein Save, das heißt, wir haben eine Recovery-Datei. Und wenn das jetzt nicht funktioniert hat, dann weine ich eine Runde in mein Kopfkissen. Das Personenobjekt gibt es, ne? Aber der Name steht da nicht drin. Das könnte ein Bug in unserem Graphical User Interface sein. Ich glaube es zwar nicht, aber denkbar wäre es. Gucken wir nochmal in diese Recovery-Datei rein. Meine Güte, kann der nicht einmal was aktualisieren? Refresh. So. In dem godatch.json steht jetzt drinne, dass es eine Godatch-Party gibt, die den Namen XMS hat. Fertig. In dem Godatch-Recovery steht drinne, dass es noch eine Person dazugekommen ist und die heißt Nin. Ah, da ist Nin auf Nina geändert worden. Genau. Da sind jetzt eben viele Changes an diesem Ding. Und das scheint nicht richtig zu funktionieren. Das mit dem Person hinzufügen hat er geschafft, aber die Dinger da irgendwie nicht. Okay. Das ist eine gute Frage. Und deswegen machen wir noch mal an diese Stelle einen Breakpoint. Nö, warum nicht hier? Und laden noch mal. So, er macht hier dieser Text. Da stehen diese ganzen Changes für Nina drinne. F6. Und jetzt können wir die Godatch-Party mal fragen. Du hast Persons. Cool.
Und der Name ist aber Null. Das hat er nicht hingekriegt. Warum nicht? Er hat nur den ersten Change aus dieser Change-Datei gelesen und die anderen nicht mehr. Das ist ja doof. Ich hätte gedacht, er kriegt das so hin. Aber da sind wir nicht feige. Dann machen wir ein Text.Split. Kennt jeder Text.Split? Ne? Und wir splitten den bei Backslash N. Lines. Jetzt haben wir viele Zeilen. Also irgendwie kriegt er das doch nicht hin mit diesem, es fehlt das Komma und ich muss jetzt viele lesen. Er liest nur den ersten. Das ist das Problem. Und dann machen wir eine Schleife for L in Lines. ID met decode L. Das heißt, wir füttern ihm jetzt zeilenweise. Na, jedes einzelne JSON-Objekt, das wir in einer Zeile hatten, füttern wir ihm einzeln rein. Und jetzt tut's das. Ich starte das nochmal neu. So, jetzt ist er hier und die Zeile ist das mit der Godot-Party kriegt eine Person. Das ist jetzt die Zeile, da steht drinne Variables L. Da steht drinne irgendwas, der Name wird N. So, das heißt, wenn wir jetzt bei GoDutchParty gucken, GoDutchParty unter Persons, unter Name, da steht schon ein N. Hurra, hurra, wir haben es verstanden, wie es geht. Das heißt, wenn wir das jetzt einfach weiterlaufen lassen, ich meine mich jetzt auch zu erinnern, dass man das so machen musste. Dann funktioniert das Ganze wie Sau und da steht Nina. Hey. Und jetzt können wir machen Add Item Prosecco. Hey. Prosecco. Komm, dann gehen wir mal ein bisschen weiter nach oben. Und so weiter. Ach, jetzt mal nicht gleich übermütig werden. Nochmal neu starten. Hey, Prosecco für 12. Alles funktioniert wie Sau. Das ist schlecht. Ja. Mal gucken. Wenn ich jetzt Abu noch dazu tue mit Num für 8, jetzt stimmt die 20 mindestens und der Share auch. Ja, aber das ist ein Problem mit dem View, ne? Da fehlt ein Update-Listener, der kriegt das irgendwie nicht hin. Weiß nicht warum. Das ist die Initialisierung von dem Total, das ist falsch. Ne? Müssen wir gleich nochmal richtig machen. Und von dem Share offensichtlich auch. Wie heißt das, dieses Lasse, ne? Okay. So, wenn ich das jetzt töte, ohne zu speichern, ist alles wieder da, wenn ich es neu starte. Weil in unserer Recovery-Datei eben diese ganzen Changes alle fröhlich aufgelistet werden. Diese Changes in der Recovery-Datei werden immer mehr. No? Formal ist es so, dass die Länge dieser, die Größe dieser Change-Datei proportional zu der ist, wo ich es einfach nackig abspeichere. Na? Weil letztendlich steht hier für jedes Attribut, das ich habe, eine Zeile Code und hier auch. Die ist ein bisschen länger, weil eben noch bei jedem das Objekt-ID steht da öfter, aber groß O-mäßig ist die Datei hier genauso groß wie die, die ich normalerweise abspeichere. Tatsächlich kann ich in meiner App hingehen
und jetzt hier nochmal Party hinschreiben, dann habe ich in meiner Recovery-Datei, weil ich den Listener so gewählt habe, jetzt für jeden einzelnen Buchstaben eine Zeile. Das heißt, hier wird ein einziges Attribut 10-mal oder was weiß ich, wie oft geschrieben. Und nur der letzte Eintrag ist eigentlich interessant. Die 9 Einträge davor, die werden durch den letzten Eintrag jeweils überschrieben, weil wenn der abgearbeitet wird, heißt das ja, trag in das Attribut den und den Wert ein. Na? Das ist ein Problem bei diesen Changelogs, die man so schreibt und Recovery-Dateien. Wenn das gleiche Attribut mehrmals geschrieben wird, dann wird das gleiche Attribut da mehrmals drin aufgeführt. Und eigentlich brauche ich nur den letzten Eintrag wirklich. Was man dann machen kann, ist, man kann diese Changelogs komprimieren. Man schmeißt einfach die doppelten Einträge raus. Das ist ein ziemlicher Punk. Und die Alternative ist, dass man dann irgendwann mal sagt, ach komm, save. Na? Und dann sagt der hier, I'm gone. Sagt der hier, I'm gone. Save. Ha. Ja, jetzt hat er es mitgekriegt. Die Recovery-Datei ist gelöscht worden, die ist weg. Und in der GoDutch-JSON-Datei steht jetzt eben ein normales Speicherabbild, wo nichts doppelt drin ist. Das ist eine Komprimierung letztendlich. Da steht jetzt genauso viel Information wie vorher in den beiden Dateien zusammen, aber jetzt eben nur noch in einer Datei. Und wenn ich richtig viel Glück habe, kann ich das jetzt eben auch wieder normal starten und kann dann hier sagen, dann bringt Nina noch Shampoos mit. Ach, immer Alkohol. O-Saft für den Prosecco. Okay, na, so funktioniert das. Und jetzt ist der Mechanismus, den wir jetzt hier im Wesentlichen hatten, der, dass wir so einen Listener geschrieben haben, der jeden einzelnen Change sofort in der Datei speichert und dann beim Laden diese Changes hier in dieser Schleife einzeln wieder einarbeiten. Und anstelle die jetzt in eine Datei zu schreiben, können wir die genauso gut über eine TCP-IP-Verbindung, über einen Socket an unser Nachbarprogramm schreiben. Das heißt, wir könnten auf einem anderen Rechner, dessen IP-Nummer wir wissen, oder auf dem gleichen Rechner, da ist die IP-Nummer Localhost, das Programm ein zweites Mal starten und dann uns diese Change-Nachrichten über so einen Kanal schicken und auf der anderen Seite verarbeiten. Das hätte dann den Effekt, wenn Albert an seinem Rechner hier einen Eintrag macht und für Nina Salat bucht und gleichzeitig Abu an seinem Rechner für Ali Couscous bucht, dass sofort, sobald so eine Änderung gemacht wird, die jeweils an den anderen geschickt wird und der kann die auch darstellen. Na? Und das ist die Idee, was wir hier machen wollen. Und alles, was man machen muss, um so einen Change einzuarbeiten, ist im Wesentlichen diese Schleife hier. Dann kommt so eine Zeile, machen die Code drauf und fertig. Mhm. Ja. Na, also erstmal sind wir müssen jeden Change einzeln verarbeiten, weil dieses Decode liest eine geschweifte Klammer auf, weil dann die dazugehörige geschweifte Klammer zu, alles dazwischen wird verarbeitet und dann sagt er, hab fertig. Und dann muss man ihm sagen, ah, da kommt aber noch einer. Na? Dann müssen wir das erste Ding abschneiden und dann das nächste. Und wir haben jetzt hier als Trennsymbol zwischen den einzelnen Objekten einen Zeilenvorschub gemacht, weil es auch praktisch ist. Und dann können wir mit einem Split sagen, okay, jetzt trennen wir diese ganzen Changes auf, damit ich ein Array davon kriege und dann kann ich jeden einzelnen Change abarbeiten. Bei dem Senden über einen Socket würden wir mal einen Change schicken, würden auf der anderen Seite auch empfangen und den einen abarbeiten und wenn wir eben dann 5 Changes schicken, dann sind das eben 5 Vorgänge. Das ist die Idee. Ne? So, wunderhübsch. Ja, dann schicken wir doch mal einen Change. Das machen wir stumpf in diesem Write-Recovery-File.
Ne? Und das nennen wir um. Alt-Shift-Rename, Write-Recovery-File, End, Send and Broadcast. Send Change to Server. Ne? Das heißt, mach mal Stopp hier. Zusätzlich dazu, dass wir diesen Change in die Datei schreiben, wollen wir ihn danach auch noch irgendwo hinschreiben. Wie spät haben wir? 13:20 Uhr, ich bin eine Stunde, eine halbe Stunde habe ich noch, ne? Okay. So, wenn man einen Change verschicken möchte, braucht man so einen Port, den man öffnet, und der Befehl dafür heißt, mach mir einen Socket. Na? Davon gibt es verschiedene Konstruktoren. Ich nehme jetzt mal den hier mit String und Port. Da muss man hier vorne angeben, an welchen Rechner möchte ich diese Nachricht schicken. Dann nehme ich jetzt mal einen Localhost hier aus Testzwecken. Na? Ich muss irgendwo einen Server nachher starten und diesen Server auf irgendeinem Rechner im Internet, von dem muss ich die URL wissen. Ne? www.uni.irgendwie was. Solche Sachen und Localhost ist jetzt einfach mein lokaler Rechner. Ne? Und glaubt mir einfach, dass man das genauso gut an einen anderen Rechner checken könnte, auf den ich jetzt aber gerade keinen Zugriff habe. Und dann braucht man eine Portnummer. Oh, 42, 42, 42 ist mein persönlicher Liebling. Irgendeine, die kein anderer hat. Dann sagt er, oh, da schmeißt er bei Exceptions. Ich glaube, diesen hier will ich haben. Genau. Na? Kann man ja machen. So, den hätte ich gerne danach. Socket, Socket, mir zu New Socket. Ein Klassiker. So einen Socket, oh Mann, ey. So ein Socket kann ich dann sagen, ich möchte gerne in dich reinschreiben. Und so ein Socket hat, prinzipiell kann man nicht aus einem Socket lesen und in einen Socket reinschreiben. Und das macht man über so eine Art File-Interface. Aber weil es nicht wirklich eine Datei ist, ist das nur ein sogenannter Stream. Und da gibt es Input-Streams, aus denen lese ich, und Output-Streams, in die schreibe ich. Und übrigens System-Out und System-In sind genau solche Streams. Ne? Und die sind halt mit der Konsole verbunden, und genau so ein Ding kriege ich hier auch. Das heißt, dieses Socket, den sage ich dann Get-Output-Stream. Ich nenne ihn mal Out, ich weiß es nicht genau. Na gut, dann eben Output-Stream. So, und auf diesem Output-Stream kann ich dann sagen, write, der will ein Array of Byte haben. Na? Und da mache ich dann einfach diesen Content, den wir hier hatten, den schreibe ich hier raus. Und damit fragen wir uns verzweifelt, warum wir da nicht mit drinne sind. So, ich fasse mal diese beiden drei Catch-Blöcke zu einem zusammen. Und dann kann ich hier content.getBytes machen und kann das Zeug rausschreiben. Ja. Jetzt eine Besonderheit bei Streams, die cachen. Na, also so ein Stream ist, da kann ich wie in so eine Pipeline oder in so eine First-In, First-Out-Queue Daten reinschreiben. Und das wird halt dann blockweise in die Festplatte geschrieben oder über das Internet geblasen. TCP/IP hat auch so Blöcke, die sind so ein typisches Telegramm, ist irgendwie 1 Kilobyte groß, glaube ich, oder 512 Byte oder sowas. Das heißt, der wartet, bis er 1000 Buchstaben zusammen hat und schickt die dann auf einmal, weil es effizienter ist. Ich hätte das jetzt aber gerne, dass er das jetzt sofort schickt. Deswegen mache ich ein Output stream.flush, was im Wesentlichen bedeutet, schick es jetzt endlich raus, mach deinen Cache leer. Und aus Höflichkeitsgründen mache ich danach ein Output stream.close.
Bin nicht ganz sicher. Ich glaube, man muss eigentlich einen Socket.close machen. Habe ich einen Socket? Ja. Genau. Damit das Ding wieder freigegeben wird, ne? Damit das nicht blockiert wird, damit ich später auf dem gleichen Ding einen neuen aufmachen kann. Ja, irgendwie so. Das ist, glaube ich, die kürzeste Art und Weise, sowas zu machen. Also, wir haben uns ein Socket gebaut, haben gesagt, wir würden gerne Localhost 42, 42, 42 hinschreiben, würden gerne einen Output-Stream haben, schreiben da den Content von unserem Text rein, unseren Change, machen Flush, Close, Ende im Gelände. So, ich mache den nur kurz auf. Ja, das finde ich gut. Und schließe ihn danach wieder. Ah, darüber können wir nochmal speichern. Wir könnten uns diesen Socket und den Output Stream auch behalten für nächstes Mal, wenn wir wieder was schicken wollen. Sprich überhaupt nichts dagegen, ist sogar deutlich effizienter. Sockets nerven total rum, wenn man sie mehrere Sekunden lang nicht verwendet. Dann sagen die, hier geht gar nichts mehr durch. Also insbesondere der Receiver, der Empfänger, der sagt, ich kriege gar keine Daten mehr. Ich glaube, der Sender ist tot. Und dann macht er ein Timeout und schließt den Socket. Und wenn ich dann versuche, auf den geschlossenen Socket wieder zu senden, fliegt mir das mit einer Exception um die Ohren. Das heißt, diese Socket-Verbindungen sind extrem empfindlich, wenn man die längere Zeit nicht benutzt. Und dann kann man sie auch gleich wieder zumachen. Na? Also was man machen kann, ist, ich kann so einen Ping schicken. Ich schicke einfach irgendwie eine leere Nachricht, regelmäßig, alle 100 Millisekunden, um den Socket offen zu halten. Schicke ich immer ein leeres Telegramm. Na? Das kann ich machen oder ich mache mir halt einen neuen. Ein Socket aufmachen ist, glaube ich, eine relativ teure Operation, weil da wirklich jetzt eben mit dem Betriebssystem verhandelt werden muss. Ein Telegramm schicken ist auch eine teure Operation, weil wir dieses Flush haben. Das heißt, da wird immer ein TCP/IP-Telegramm verschickt, das dann unter Umständen einmal kurz die Runde durch London und New York macht und dann wieder zurückkommt. Nicht, wenn ich einen Localhost schicke, aber es kann eben trotzdem passieren. Und dementsprechend ist das auch alles relativ teuer. Ich weiß nicht, was besser ist. Stabiler ist, wenn man ihn zumacht nachher wieder. Na, wenn man nicht mehr dran liest. Okay, wunderhübsch. So, wenn wir das jetzt mal testen. Oh, ich mache das mal hier. Ein Breakpoint rein. Und dann machen wir doch noch mal so ein Add-Item. Da fängt er hier schon an zu schicken. Der Content ist jetzt also irgendwie hier an Person, ist irgendwie ein neuer das Objekt dran gekommen, neuer Item mit der Nummer Demo 1 i8. Relativ viel Text. Okay. Dann sagt er, mach doch mal einen Socket. Und dann wirft er auch schon die erste Exception. Weil. Der sagt, ja, Checkport, Socket init hat nicht funktioniert. Hier in Write Recovery File. Dieses New Socket hat schon nicht funktioniert. Das Problem ist, ich mache hier so eine Socket-Verbindung zu irgendjemandem auf und es gibt aber dieses Gegenstück nicht. Also niemand hat gesagt, ich horche auf dem Socket 42, 42, 42 auf eingehende Verbindungen. Hat einfach keiner getan. Und dann sagt er, wenn da keiner horcht, dann sende ich da auch nicht hin. Das ist ein Riesenproblem bei Socket-Verbindungen, dass der Server auf jeden Fall schon mal gestartet, dass immer einer erstmal da sein muss, am Telefon sitzen muss, der die Anrufe entgegennimmt. Wenn da keiner sitzt, habe ich ein Problem. Na? Das heißt, bevor wir das jetzt hier tatsächlich machen können, brauchen wir einen Server. Hurra, hurra. Ja, warum nicht hier, ne? Control N. Next.
Dann nennen wir ihn doch Go Dutch Server. Wunderhübsch. Na? So, und der kriegt eine Main-Methode und muss da jetzt fröhliche Dinge machen. Tu nie was in deiner Main-Methode, außer ein Objekt machen, ein GoDutch Server-Objekt. Ja. Und ruf auf dem irgendwas auf. Nennen wir es doch ran aus Standardisierungsgründen. Ja, das heißt, wir machen eine Run-Methode und da drin, jetzt haben wir ein richtiges Objekt. Da können wir dann mit all unseren objektorientierten Mechanismen dran arbeiten. Viel, viel schöner. So, und der soll ja jetzt so einen Socket, so eine Port-Verbindung machen, wo einer am Telefon sitzt und immer wartet, dass einer kommt. Na? Dafür gibt es einen Server-Socket. Wow. So, und dieser Server-Socket kann auch sagen, wie möchtest du denn geöffnet werden? Den gibt es mit einem Portnummer, aber nicht mit einer Rechnernamen, also nicht mit einer IP oder irgendeiner URL oder sowas. Ein Server-Socket kann ich nur auf meinem lokalen Rechner aufmachen. Mit einem Client-Socket kann ich einen fremden Rechner ansprechen, aber einen Server kann ich eben nur auf meinem eigenen Rechner öffnen. Deswegen kann ich nur die Portnummer angeben. Und dann sagt er so, oh, das könnte schief gehen. Weil jemand anderes benutzt diesen Port schon. Na? Und dann schmeißt er eine Exception. So. Den Socket zu öffnen reicht noch nicht. Man muss außerdem machen ein Server Socket.accept. Jetzt sitzt einer am Telefon. Na, dieses Server-Socket-Ding wartet, bis einer kommt und nimmt dann den Anruf entgegen. Und für dieses Entgegennehmen macht er einen Socket auf. Und dieses Socket-Ding ist dann sowas mit Input und Output. Da kann man lesen und schreiben. Das heißt, jetzt wird an diesem Port tatsächlich irgendwie so eine Pseudodatei geöffnet, ein Kanal geöffnet. Das wird mit dem Client verbunden und dann können die beiden miteinander sprechen. Na? Der Punkt ist jetzt, dass wir ja immer so ein Socket öffnen, kurz da reinschreiben und den dann wieder schließen. Dementsprechend passiert das unter Umständen eben mehrmals. Und dann haben wir das Problem, dass wir nach diesem Accept jetzt nicht einfach aufhören können, sondern wir müssen immer wieder ein Accept machen. Und tatsächlich machen wir das jetzt so, dass wir tatsächlich auch mit drei, vier Programmen auf einmal sprechen wollen. Das heißt, wir müssen uns alle diese Sockets, mit denen wir da sprechen, jeweils immer merken. Und an Länge eines Tages müssen wir das in der Schleife machen. Weil True ist an dieser Stelle ein opportunes Mittel. Also wir machen jetzt eine Schleife, wo wir Sockets öffnen, bis es nicht mehr geht. Tatsächlich brauchen wir dieses hier drinnen wieder einen Try-Catch. Das könnte schief gehen. Und ich möchte da nicht aus meinem While True rausfliegen. Wenn hier irgendeine Exception passiert, dann möchte ich trotzdem weiterarbeiten. Dafür gibt es ein Surroundris Try-Catch. Exception finde ich wunderhübsch an dieser Stelle. Diese Try-Catches nerven tierisch bei diesem Socket kommunizieren. So, und jetzt brauchen wir einen, der wirklich die Kommunikation in diesem Socket macht. Na? Und die Idee ist, dass der Server so konstruiert ist, dass er sich alle Sockets, die er geöffnet hat, merkt und sagt, ha, da ist auf der Gegenseite einer, der möchte gerne Nachrichten bekommen oder der schickt mir welche. Und immer wenn auf einer Leitung einer was schickt, geht der Server hin und schickt es auf allen anderen Leitungen wieder raus. Das ist grob die Idee.
Das heißt, was wir noch brauchen, ist jetzt so eine Menge von Sockets. Menge, Menge, Menge. Menge klingt nach ArrayList, ne? ArrayList von Socket, all Sockets wird zu new ArrayList. Wunderhübsch. Das heißt, jetzt tragen wir diesen Socket da schon mal ein. So, und jetzt brauchen wir aber noch einen, der wirklich jetzt mal dieses Gespräch führt. Ne, der mit dem da spricht. Und davon brauchen wir unter Umständen viele. Und das muss ein aktiver Thread sein. Der muss die ganze Zeit immer horchen. Oh, muss ich jetzt was tun oder nicht? Oder sowas. Ich weiß es auch nicht. Ich nenne die Klasse normalerweise Socket Reader. Na? Und weil wir jetzt hier in diesem GoDutch sind, nennen wir ihn doch GoDutch Socket Reader. Das ist jetzt halt einer, der serverseitig an diesem Socket da horcht. Dann gebe ich ihm noch diesen Socket mit. Und irgendwie habe ich das Gefühl, er sollte Sys auch noch haben, damit er Zugriff auf diesen Server hat. Warum? Der muss diese All Sockets List hier kriegen, um alle anderen Nachbarn zu benachrichtigen, dass irgendwie eine Nachricht gekommen ist. Das machen wir wahrscheinlich anders. Müssen wir gleich mal gucken. So, wir rennen ein bisschen aus der Zeit. Na, wir fangen jetzt, machen mal so weit wir kommen. Ja, machen wir eine neue Datei. Wunderhübsch. Zurück. Dann brauche ich auch noch so einen Konstruktor. Wunderhübsch. Merkt dir doch mal, ja, da müsste es eigentlich so ein Control 1 geben. Assign Parameter to New Field. Wunderhübsch. Und ich hätte gleich ein Assign All Parameter to New Field machen können. Wunderhübsch. So, der merkt sich beim Konstruktor-Ding nur diesen Socket und den Server. Das müsste es ungefähr tun. Und okay, ich habe schon gesagt, wir brauchen da einen eigenen Thread. Diese Sockets sind sickig, wenn keiner reinschreibt. Und die sind genauso sickig, wenn einer reinschreibt und keiner hört zu. Na? Und wenn ich jetzt Read auf diesem Socket mache, ist das meistens ein blockierendes Lesen. Das heißt, der wartet dann, bis irgendeiner schreibt. Und während ich dann warte, dass irgendwie einer mir eine Nachricht schickt, kann ich nichts anderes mehr machen, weswegen ich für jeden Socket immer einen Thread brauche, der lesend, der in diesem Read hängt. Das geht nicht anders. Deswegen machen wir aus diesem GoDutch Socket Reader einen Thread. Das machen wir, indem wir von Thread erben. Ne, Thread ist eine vordefinierte Klasse. Ich bin ein eigenständiger Prozess in der aktuellen Java Virtual Machine. Ein eigenständiger Thread. Tatsächlich. Und wenn man von Thread erbt, dann überschreibt man die Methode ran. Die wird von dem Thread prinzipiell hinterher gestartet und der Thread läuft so lange, wie diese Run-Methode läuft. Und was man da macht, ist, man nimmt sich den Socket, den man ja übergeben bekommen hat, holt sich da den Input-Stream, weil möchte man die ja lesen, ne? Da sagt er, oh, da brauchst du einen Try-Catch. Ja, wunderhübsch. Input-Stream, warum denn nicht? Ist doch alles gut. So, jetzt möchten wir aus diesem Input-Stream lesen. Ich glaube, das Einfachste dafür ist, man nimmt einen Scanner. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Hey, und der will einen Input-Stream haben. Zum Beispiel den Input-Stream. Das ist ein Scanner, habe ich früher die Jahre nie verwendet. Ich habe sonst immer einen Buffered-Reader genommen. Da macht man erst bei dem Stream einen Reader drumherum. Auf einem Stream empfängt man Bytes.
dann macht man einen Reader drumherum, dann empfängt man Buchstaben. Und da macht man einen Buffered-Reader drum, dann kann man zeilenweise lesen. Und der Scanner kann das alles in eins. Scanner, wunderhübsch. Und diesen Scanner, der kann sagen, get, nee, next line. Hey, der liest eine Zeile. Na, coole Nummer das. So, und das machen wir. Wir machen das nachher noch so, dass diese Verbindung offen bleibt. Und dann können wir aus der viele, viele Zeilen lesen für jedes einen Change. Ne? Das heißt, wir brauchen da eine Schleife. While true. Ne, lies, solange es geht, immer eine Zeile. Und ja, dann sollten wir irgendwas tun. Aber wir sollten die an alle anderen schicken. So. Das ist jetzt ein Nebenläufigkeitsproblem. Und jetzt ist das eine Gewissensfrage. Wenn ich jetzt hier hingehen würde und sagen, dieser GoDutch-Server, der hat ja so einen All Sockets. Na? Wenn ich jetzt da eine Schleife drüber mache und jedem Socket eine Nachricht schicke, der da drin ist. Na, lass uns das mal tun. For Socket S in GoDutch Server All Sockets. Da würde ich jetzt erwarten, dass das noch Probleme mit der Sichtbarkeit hat. Nö. Dann würde ich noch sagen, if S ungleich mein Socket ist, also alle Sockets außer dem, über dem ich diese Nachricht empfangen habe, der weiß ja schon Bescheid. S.get Output Stream. Ja. Ich will Ihnen jetzt einfach die Zeile, die ich empfangen habe, schicke ich an alle anderen weiter. Ne, das ist das, was ein Chat-Server so normalerweise tut. Der kriegt von irgendeinem eine Chat-Nachricht und sagt allen anderen, die in dem Kanal sind, Bescheid. Wir haben nur einen Kanal, das passt dann so. Ja, und dann hatten wir gesagt, wir machen ein Output Stream dot write line dot get bytes. Jetzt hat er plötzlich ein Problem mit All Sockets. Change to all sockets? Ich mache das Ding erstmal kurz public. Okay, und dann zurück. Ich glaube, das war ein Problem. Keine Ahnung. Ja. Ah, Flush. Bin ich noch gut? Aber ich mache ihn nicht zu, weil ich will unter Umständen denen mehrmals was schicken. So, wenn ich das so konstruiere, habe ich unter Umständen üble Nebenläufigkeitsprobleme. Weil ich habe ja von diesen Socket-Readern viele. Für jeden Socket, der mit mir Verbindung aufgenommen hat, habe ich mir gemerkt, das war der Socket, mit dem ich zu dem Client spreche. Also zu dem von Abu, von Albert, von Nina. Oder von wer auch immer dieses Programm geöffnet hat. Das sind jeweils eigene Threads, die laufen parallel. Das heißt, es können tatsächlich zwei von diesen Dingern anfangen, irgendwelche Nachrichten zu schicken, dass was gechanged worden ist. Das kann sein, dass dieser Stream thread-safe ist, dass der damit klarkommt, dass zwei verschiedene Leute gleichzeitig da reinschreiben, muss aber nicht. Keine Ahnung, was da passiert. Noch schlimmer ist, wenn während ich gerade in diese Schleife hier über All Sockets mache,
ein neues Programm sich beim Server anmeldet, dann wird in diese ArrayList ein neuer Eintrag gemacht. Und eine Sache, die Java überhaupt nicht lustig findet, ist, wenn ich einen Container habe, durch den ich gerade durchlaufe und gleichzeitig auf diesem Container einen Schreibzugriff mache. Mhm. Es kann sein, dass es ein For Each gibt, das Thread Safe ist. In der Summe tut sowas einfach nicht. Das ist keine gute Idee. Mit zwei Lesevorgängen auf einer Datenstruktur, böse. Es gibt Datenstrukturen in Java Util Concurrent, die können das ab. Die garantieren, dass da nichts schief geht. Und dass man parallel da lesen und schreiben kann und die machen da irgendwelche Sachen. Was man auch machen kann, ist, man kann den Zugriff auf dieses All Sockets synchronisieren. Ne, ich mache so einen Get All Sockets oder irgendwas anderes und mache so eine Synchronization da drumherum. Tut das nicht. Dieses Synchronize funktioniert nicht wirklich zuverlässig. Das Problem bei, wer kennt erstmal Synchronize? Synchronize ist so ein blödes Schlüsselwort, das könnten wir jetzt zum Beispiel ja, aber wo, ne? Klammeraffe, nee, synchronized? Kann ich das hier hinschreiben? Ja, zum Beispiel. So, das bedeutet jetzt, dass der Zugriff auf dieses All Sockets in irgendeiner Form synchronisiert wird. Ja, aber funktioniert nicht für Methoden. Für Attribute, geht nur bei Methoden. Das bedeutet eigentlich, nur einer kann sich gerade in dieser Methode aufhalten. Grob. Tatsächlich bedeutet das, nur einer kann diese Methode auf diesem Objekt gleichzeitig aufrufen und ausführen. Noch genauer bedeutet das, es sei denn, in der Methode wird gerade eine Pause gemacht. Wenn ich eine Methode, zum Beispiel die hier, synchronized mache, synchronized, bedeutet das, die kann eigentlich nur einer aufrufen, passiert jetzt bei uns auch nur, und das macht jetzt auch nur einer, aber einer pro Objekt, das ist hier der GoDutch-Server, der wird sowieso nur einmal ausgerufen, das passiert jetzt nichts. Nichtsdestotrotz macht der hier so ein Server-Socket-Accept, was ein blockierender, wartender Vorgang ist. Und immer wenn so ein Thread, der synchronized ist, auf so einen Wait läuft, ich warte jetzt darauf, dass das Betriebssystem mir irgendwas sagt, gibt der seine Logs frei. Das heißt, in diesen Synchronize-Block könnte jetzt ein zweiter rein, weil der erste gerade schläft. Das passiert einem schneller, als man denkt, weil nämlich System-Out-Printline auch ein Dateizugriff ist. Das heißt, wenn ich hier irgendwo System-Out-Printline habe, und das Betriebssystem findet, das wäre jetzt mal eine schöne Gelegenheit, deinen Prozess zu unterbrechen und die Konsolenausgabe in Ruhe zu machen, gibst du alle Logs frei und jemand anders kann da rein. Will sagen, synchronized ist so löcherig wie ein Sieb. Da geht gar nichts. Könnte vollkommen knicken. Das war totale Scheißidee, dieses synchronized. Das funktioniert nicht. Die Bohne nutzt das um Gottes Willen nie. Das ist das bescheuerste Schlüsselwort, was es überhaupt gibt. Damit kann kein Mensch arbeiten, das tut es nicht. Ihr handelt euch Probleme ein, nach denen ihr euch zu Tode debuggt. Macht das bitte nicht. Auf gar keinen Fall. Niemals. Eine ganz blöde Idee. Nehmt keinen Synchronized. Synchronized ist doof. Tut das nicht. Habe ich das jetzt deutlich gemacht? Na? Also das ist totaler Humbug. Das tut es nicht. Was die Götter gemacht haben, damit das Ganze funktioniert, ist, die haben die Linked Blocking Queue erfunden. Die kommt aus dem Package Java Util Concurrent. Und die gibt es erst seit Java 1.7, glaube ich, oder sowas. Oder vielleicht seit 1.6, ich weiß nicht. Die sind auf jeden Fall deutlich jünger als Synchronized. Und da haben die Leute, die das mit Synchronized verbockt haben, eine alternative technische Lösung geschrieben, die wasserdicht ist.
Und die haben da Jahrzehnte ihres Lebens mit Blut, Schweiß und Tränen investiert und die Dinger funktionieren und alles andere nicht. Und über Link Blocking Queue und alles, was in Java Util Concurrent ist, da gibt es auch ein Concurrent Hash Set und all so ein Kram, die Dinger funktionieren, die sind wirklich thread safe, darüber kriegt man keinen Ärger, da braucht man nicht rein debuggen, das tut, was man gerne möchte. So, und die machen wir uns mit String und das sind Messages. Message List. New Linked Blocking Queue. Wunderhübsch. So, die haben wir jetzt mal hier gemacht und ich mache die auch mal public, auch wenn das schlechter Stil ist. Na? Und wir müssen jetzt mal gleich irgendwie zum Ende kommen. Wir schaffen das eh nicht mehr. Ich deute es jetzt heute nur an und wir machen dann nächste Woche einfach an der Stelle hier weiter. Was wir machen werden ist, wir werden uns ungefähr hier, also bevor wir dieses Server Socket Accept machen, einen neuen Thread machen. New Go Dutch Writer Socket Writer. Das ist der, der schreibt die Nachrichten raus über die Sockets. Na? Okay, und wie kriegt der das hin, dass er mit dem Socket, mit den All Sockets nicht durcheinander kommt? Bäh, das weiß ich noch nicht. Müssen wir nochmal gucken. Der kriegt eine Kopie. Weiß ich einfach noch nicht. Okay. Go Dutch Socket Writer machen wir da. Die Klasse gibt es noch nicht. Der werden wir natürlich Sys übergeben. Das reicht eigentlich schon fast. So, und das Ding kriegt halt auch ein Thread. Und da werden wir die Aufgaben reinmachen. Und was der dann im Wesentlichen tun muss, ist, der macht eine Run-Methode auf. Da steht immer fröhlich drin, weil true. Diese ganzen Threads laufen immer ohne Ende. Und was er dann im Wesentlichen tut, ist, Ctrl-1, machen wir den Konstruktor. Der GoDutch-Server, den merke ich mir. Was er dann macht, ist, der nimmt diesen GoDutch. Server, da diese Message List. Und da gibt es ein Kommando Take. Das ist jetzt ein blockierendes Warten auf Einträge in dieser Liste. Das Ding wartet einfach so lange, bis irgendwann was kommt. Der wirft eine Exception. Wunderhübsch. So, und danach kann man diese Nachricht verarbeiten. Das heißt, hier kommt jetzt ein String Line, wird zu. Und was diese Reader hier machen, wo waren sie? Go Dutch Socket Reader, ist, die verschicken den Kram nicht selber. Hier diesen ganzen Kram, das verschieben wir nachher in den Writer, sondern die sagen einfach Go Dutch Server dot Message List dot put line. Da sagt er, oh, das könnte eine Exception werfen. Meine Güte, gibt es hier nicht schon eine Exception? Nee. Okay. Add Catch Clause. Surround with try catch. Das ist besser. Und den ganzen Kram, den schieben wir nachher hier in den Writer. Ja.
okay, den Socket, den wir nicht schicken wollen, den müssten wir nochmal handhaben. Eigentlich wird das überbewertet. Man kann dem das ruhig auch nochmal schicken. Jetzt sagt er, wow, da fehlt ein Try-Catch. Jetzt habe ich es aber bald. So ungefähr werden wir es machen. So, was wir jetzt geschafft haben, die vielen Reader tun ihre Nachrichten in so eine Queue, in diese Message List. Der Zugriff darauf wird von dieser Queue magischerweise behandelt. Parallel dazu horcht der hier mit Take an dieser Message List und der eine einzige Thread nimmt jetzt diese Nachrichten und schickt sie alle raus. Und das, was ich jetzt gebastelt habe, ist einigermaßen thread-safe. Abgesehen davon, dass ich hier eine Schleife immer noch über All Sockets mache und immer noch ein Problem habe, wenn einer einen neuen Socket gerade dazu tut, in dem Moment, wo ich diese Schleife mache. Na, das ist nicht gut. Das Einfachste ist, jedes Mal, wenn wir in diese Schleife reingehen, machen wir gerade eine Kopie von All Sockets und dieses Ich mache mir eine Kopie müssen wir dann tatsächlich wahrscheinlich synchronisieren. Oder mir fällt gleich noch was Besseres ein, wie wir das hinkriegen. Na? Also was man auch machen kann, ist eine zweite, nee, in diese Message-Listen nicht nur Strings reintun, sondern auch neue Sockets. Und dass sich der hier dann das verarbeitet und sagt, ah ja, es ist ein String, dann schicke ich ihn raus. Oder, oh, es ist ein neuer Socket, dann tue ich den in meine Liste aller Sockets, die ich benachrichtigen muss. Das ist wahrscheinlich noch einfacher. So werden wir es machen. Gut. Reicht jetzt mal erstmal. Ja, könnte gehen. Wer weiß es. Ne? Das ist die andere Idee, dass man einfach an dieses All Sockets, dass man da einfach so eine Concurrent Container nimmt. Weiß es nicht genau. Muss ja nicht so eine Queue sein, kann ja auch einfach eine ArrayList gibt es bestimmt auch als Concurrent. Das könnte funktionieren, das ist wahrscheinlich die leichtere Variante. Lass uns das mal gerade gucken. Java util concurrent. Ja. Java util concurrent. Punkt. So, was hat er denn jetzt hier? Irgendwas mit List. Concurrent linked concurrent hash map. Aber ich brauche keine Map. Ich brauche auch keine Concurrent Map. Skip List brauche ich auch nicht. Bitte? Aber hier gibt es bestimmt auch eine Queue, Link, Link. Es gibt auch bestimmt eine List. Oder ein Hash Set. Semaphore. Das ist eine Variable mit assoziiertem Wartemechanismus. Ja. Nee, will ich eigentlich nicht. Ich will einfach nur Transfer Queue. Ich finde eine bis nächste Woche. Copy on Write Array List. Wow. Die sieht schon ziemlich cool aus, finde ich. Ich glaube, die ist das, die wir haben wollen. Müssen wir mal gucken. Na? Für heute danke ich erstmal. Ich mache das nächste Woche weiter und dann kriegen wir die Kommunikation auch so weit hin. Wenn wir das geschafft haben, gucken wir uns als Alternative dazu nochmal MQTT an und dann haben wir das Semester fast geschafft. Danke ich für die Aufmerksamkeit.